Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Design am Start und heute möchte ich euch zeigen, wie man sich ganz easy die Halloween-Maske freischalten kann. Des Weiteren gibt es einige Informationen zu den neuen Bonis, die es aktuell in Red Dead Online gibt, die neuen Klamotten, die momentan im Spiel sind und das nur für kurze Zeit. Und es gibt ein Fähigkeitskartenset für jeden, der gerne die Modis mit dem freien Zielen spielen möchte. Und falls euch das interessiert, bleibt dran. Als erstes schauen wir uns doch auf die Schnelle an, welche neuen Klamotten seit Dienstag im Spiel erhältlich sind. Als erstes haben wir den Vollwell-Hut. Ein Hut, der meiner Meinung nach nicht die 150 Tacken wert ist. Weiter geht's zum nächsten Hut. Hier haben wir den Dilley-Hut. Dieser kostet euch 4 Goldbarren und das Ganze sieht auf jeden Fall ziemlich schick aus. Jedoch ist es hier wieder so eine Geschmackssache und jeder sollte für sich selber wissen, ob er diese 4 Goldbarren für einen Hut investieren möchte. Meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall, dass es hier einige schicke Farben gibt und durch diese Feder hat das Ganze einen leichten Indianer-Touch. Und dann geht's weiter mit dem Pietro-Poncho. Ist ein ziemlich auffälliger Poncho, den es natürlich auch wieder in verschiedenen Farbvarianten gibt. Aber hier haben wir wieder einen stolzen Preis von 6 Goldbarren. Für ein Poncho 6 Goldbarren, naja, ich weiß nicht, das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Dann gibt es noch den Eberhard-Mantel. Dieser ist so gar nicht mein Geschmack, jedoch habe ich einige Leute, die diesen ganz schick finden. Als kleine Zusatzinformation, hinten auf dem Rücken gibt es eine Art Adler eingestickt. Sieht auf jeden Fall ziemlich einzigartig aus. Und das Ganze gibt es für einen stolzen Preis von 8 Goldbarren. Und weiter geht's zur Morales-Weste. Diese finde ich persönlich ganz schick und habe sie mir auch gleich in 2 verschiedenen Farben gekauft. Einmal in weiß und einmal in schwarz. Beim Preis handelt es sich um 157 Dollar. Finde ich ganz okay, diesmal keine Goldbarren. Und weiter geht's zur Kaviar-Hose. Dabei handelt es sich um eine Hose mit einem leichten Indianer-Touch, dadurch, dass an der Seite diese Fransen eingenäht sind. Jedoch finde ich persönlich diese Hose nicht wirklich schick. Was ich aber gut finde, ist der Preis für 57 Dollar. Diese neue Hose ist ganz akzeptabel. Und weiter geht's zur Halloween-Maske. Bei dieser Maske handelt es sich um die Schlachtermaske. Diese könnt ihr zwischen dem 10. und dem 12. Oktober freischalten. Um diese Maske freizuschalten, müsst ihr ganz einfach euch einmal bei GTA Online einloggen und dort eine kleine Runde zocken. Dort kann ich euch einfach empfehlen, so ein paar Aktionen auszuführen, wie zum Beispiel in eure Garage oder in euer Apartment sich zu begeben und dann wieder rauszugehen oder einfach mal eure Kleidung wechseln. Führt ihr solche Aktionen aus, wird das Spiel einen Speicherstand anlegen und ihr könnt euch auf jeden Fall ganz sicher sein, dass ihr hier das Ganze auf jeden Fall freischaltet. Nebenbei würde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, mindestens 10 Minuten in GTA Online zu verbringen. Bei der Schlachtermaske handelt es sich natürlich um einen Exklusivgegenstand, beziehungsweise um ein seltenes Gegenstand. Und ich persönlich finde seltene Sachen ziemlich geil. Ich war schon immer auf der Jagd nach seltenen Gegenständen, die nicht jeder hat. Somit kann ich euch hier auf jeden Fall empfehlen, habt ihr noch GTA 5 zu Hause rumliegen, startet es doch einmal kurz in den Online-Modus rein und schaltet euch auf jeden Fall diese seltene Maske frei. Das Ganze ist natürlich Geschmackssache und wie ihr die Maske findet, könnt ihr mir doch auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Was ich jedoch ziemlich geil an dieser Maske finde, ist einfach die Bestätigung, dass es jetzt endlich Masken in Red Dead Online geschafft haben. Das bedeutet, wir werden mit der Zeit auf jeden Fall noch jede Menge Masken bekommen. Und weiter geht's zu den Bonis. Diese Woche gibt es zahlreiche Bonis. Dort lohnt es sich für jeden einmal in Red Dead Online einzuloggen. Gleich zu Beginn, wenn ihr euch in Red Dead Online einloggt, bekommt ihr schon 5000 XP für euer Outlaw Pass bzw. für euer Club. Dann bekommt ihr noch zusätzlich 30% Charakter- und Rollen-XP für alle Rollenmissionen, Herausforderungen und Events. Das bedeutet, macht ihr jetzt irgendeine Kopfgeldjägermission, irgendeine Händler- oder Sammleraufgabe, werdet ihr hier auf jeden Fall ordentlich XP boosten. Somit empfiehlt es sich hier auf jeden Fall für jeden, der seine Rollen noch nicht gelevelt hat, einfach mal eine Runde Red Dead Online zu zocken. Und habt ihr eine Rolle noch nicht freigeschaltet, dann lohnt es sich auf jeden Fall einzuschalten, denn ihr bekommt 5 Goldbarren Rabatt auf jede Rolle. Das bedeutet, ihr könnt euch die Sammler, die Kopfgeldjäger oder die Händlerrolle für 10 anstatt 15 Goldbarren kaufen. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Modus, den es diese Woche gibt. Dabei handelt es sich um Name Your Weapon im freien Ziel.
Ich persönlich finde diesen richtig geil. Habe jetzt gerade eine Runde gespielt und ich kann euch sagen, ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr Name Your Weapon oder sonstiges gespielt, weil es einfach durch den God-Mode-Kartenset nicht mehr möglich war, vernünftig zu spielen. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist der God-Mode-Kartenset, dazu werde ich euch jetzt oben rechts oder unten in der Videobeschreibung einen Link reinsetzen. Ich werde euch jetzt noch meine Runde Name Your Weapon im freien Ziel reinschneiden und dazu gibt es noch einen kleinen Tipp, die Fähigkeitskarte. Dort kann ich euch auf jeden Fall diesen Set hier empfehlen. An erster Stelle haben wir Painted Black, das erlaubt uns mit aktivierten Data unsere Gegner zu markieren. An zweiter Stelle haben wir die seltsame Arznei, diese regeneriert unser Leben, wenn wir unsere Gegner anschießen. An dritter Stelle haben wir die Fähigkeitskarte Nicht nochmal, diese reduziert unseren erlittenen Schaden bei mehreren Körpertreffern erheblich. Und an vierter Stelle haben wir die Siegesserie. Diese ist in Kombination mit der seltenen Flinte, die ich euch allen nur im Name Your Weapon empfehlen kann, einfach nur overpowered. Testet auf jeden Fall mal diesen Fähigkeitskartenset. Und los geht's mit meiner Runde. Gleich zu Beginn jeder Runde kann ich euch nur empfehlen, sorgt dafür, dass ihr genügend Leben habt, somit haut euch eine starke Arznei rein und natürlich solltet ihr auch genug Dead-Eye haben, somit haut ihr euch auch starkes Schlangenöl rein. Jetzt seid ihr schon mal für die ersten Gegner gewappnet. Meine Runde fing eigentlich ganz gut an und ich habe recht schnell meine ersten zwei Kills bekommen. Hier kann ich euch nur empfehlen, seid ihr in Name Your Weapon unterwegs, achtet immer auf die Karte. Versucht möglichst nur die Karte einzublenden und alles andere auszublenden. Ihr müsst immer nur auf die Karte gucken und sehen, ob ihr irgendwo rote Punkte habt. Sobald ihr einen roten Punkt seht, könnt ihr euch in diese Richtung begeben und dann erst nach oben schauen, um festzustellen, wo genau sich der Gegner befindet. Das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Tipps in Name Your Weapon. Und kurz darauf traf ich dann diesen Gegner hier, der war ein Tick schneller als ich. Und dann bin ich wieder losgerusht und habe mir natürlich wieder Arznei reingeknallt und wie gesagt immer schön auf die Karte achten. Diesmal habe ich mich dafür entschieden, das Ganze mal mit einem Tomahawk auszuprobieren. Ich habe hier meinen Gegner zwar markiert, aber dieser war leider noch etwas weiter weg, somit hat dieser Wurf hier nicht gesessen. Also heißt es hinterher sprinten und diesen dann mit der doppelläufigen Snack. Und hier sieht man schon, dass wir jetzt nicht alleine sind. Hier gibt es schon ein paar mehrere Gegner in unserer Umgebung. Den habe ich mir jetzt natürlich erstmal vorgenommen und gleich darauf schon den nächsten. Hier ist es wichtig, wenn ihr euer Data aktiviert, einfach einmal von links nach rechts switchen, um zwei Markierungen zu setzen und dann wird euer Charakter schon automatisch losschießen. Und bei dem dritten hier habe ich dann seinen Kopf markiert und der hat erstmal einen Kopfschuss mit der doppelläufigen bekommen. Zwischendurch haue ich mir natürlich immer wieder mal die ein oder andere Arznei oder Schlangenöl rein. Jedoch hat mir das Ganze nicht viel gebracht, dieser hier hat sich dann um mich gekümmert. Und als ich dann gespawnt bin und gesehen habe, dass ich einen recht großen Punkterückstand habe, habe ich mich natürlich dafür entschieden, mal hier ein bisschen mit dem Tomahawk zu kämpfen. Ein Tomahawk-Kill bringt euch gleich 6 Punkte, im Gegensatz zur Doppelläufigen, da bekommt ihr 3 Punkte. Und dieser Wurf hat eindeutig gesessen. Aber die Antwort kam dann von links. Und als ich dann gespawnt bin, war gleich schon der nächste Gegner direkt vor mir. Diesen habe ich dann ganz easy markiert und gekillt. Dann habe ich wieder zum Tomahawk geswitcht und versucht, den nächsten Kill mit dem Tomahawk zu bekommen. Der Vorteil, welchen ich jetzt durch Tomahawk und Painted Black habe, ist einfach folgender. Ihr könnt hier sehen, dass ich meinen Gegner markiere. Dieser befindet sich höher als ich und ist noch am Rennen. Jedoch werdet ihr auch sehen, ich bekomme den Kill. Mein Tomahawk ist praktisch einfach den Typen hinterhergeflogen und hat diesen gekillt. Das ist der Vorteil durch Painted Black. Habt ihr euren Gegner erlegt, solltet ihr auf jeden Fall dran denken, einmal über ihn zu laufen, um euer Tomahawk wieder einzusammeln. Das habe ich natürlich gemacht und wurde währenddessen von einem Gegner aus etwas weiterer Distanz angeschossen. In so einer Situation denke ich dann immer, ich gehe jetzt über in den Nahkampf. Bin natürlich in den Nahkampf übergegangen, habe meine Doppelläufige ausgerüstet und den Kill bekommen. Und ab diesem Moment ging dann die Action wieder los. Zwei Gegner hinter mir. Einen kleinen Hashsprung, rumgedreht und versucht den ersten zu holen. Dieser wurde jedoch von dem anderen gekillt und dann habe ich mich um den anderen gekümmert. Während ich mit denen hier im Kampf war, konnte man schon feststellen, dass die nächsten Gegner von hinten angerannt kommen.
Als ich hier dann gespawnt bin, dachte ich mir dann erstmal, jetzt wieder mit dem Tomahawk. Jedoch ging mein Wurf irgendwie daneben. Ich bin dann hingegangen, hab gesehen, dass die beiden im Zweikampf sind und den habe ich dann mit zwei gezielten Schüssen einfach mal weggeballert. Als ich diesen dann hatte, hatte ich schon gleich die nächsten drei Gegner hinter mir. Dort ist beim ersten leider mein Tomahawk im Baum stecken geblieben. Diesen habe ich mir natürlich zurückgeholt und den dann genüsslich mit der Doppelläufigen geholt. Den zweiten habe ich auch mit zwei gezielten Painted Black Treffern auch umgenockt und dann kam schon die Antwort von rechts, da war ich ganz schnell tot. Und knapp über eine Minute vor Schluss habe ich dann festgestellt, dass das Ganze hier zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen führt. Hier war es mir jetzt sehr wichtig, die Distanz zwischen mir und den Zweitplatzierten zu erhöhen, dabei habe ich mich dann für den Tomahawk entschieden. Und hier hatte ich dann mehrere Gegner auf einem Fleck. Diese waren alle voll und ganz aufeinander konzentriert und ich konnte mir hier in aller Ruhe einen aussuchen, den ich mit dem Tomahawk weghole. Dieser hat natürlich gesessen und gleich den nächsten mit der Doppelläufigen. Den anderen habe ich natürlich auch gehittet, das bedeutet, der hat jetzt nicht mehr viel Leben. Und dann kam schon hier mein nächster Gegner von links. Jetzt konnte ich mich erstmal um ihn kümmern. Zwei Markierungen mit Painted Black waren jetzt ein safer Kill. Und dann sieht man schon, dass ein Gegner urplötzlich neben mir steht. Hier habe ich dann versucht, mit mehreren Hechtsprüngen auf Distanz zu kommen. Das Ganze hat natürlich sehr gut geklappt und hier habe ich dann auch schon wieder einen Kill. Und dann wurde ich hier schon umgeschmissen und jetzt bin ich schon wieder komplett verwirrt. Er hat mich dann gleich schon wieder aufstehen lassen, wollte mich anscheinend mit dem Tomahawk holen. Ich habe natürlich ein paar Hechtsprünge hinterhergejagt, bin auf Distanz gegangen und hier kann man jetzt sehen, eigentlich hätte ich ihn gekillt. Eigentlich. Ich habe hier auf jeden Fall mein X, mein Hitmarker bzw. mein Killmarker und deswegen verstehe ich nicht, wieso er es trotzdem geschafft hat, hier mich umzuschmeißen. Und dann wurde ich schon gekillt. 14 Sekunden vor Schluss, jetzt heißt es alles oder nix. Ich muss jetzt auf jeden Fall einen Tomahawk-Kill bekommen, um diese Runde für mich zu entscheiden. 4 Sekunden vor Ende, jetzt heißt es durchatmen, den Gegner markieren, Tomahawk werfen und den Kill kassieren. Und so kurz vorm Ende habe ich es tatsächlich noch geschafft, einen Kill zu machen. Da kann man auf jeden Fall glücklich diese Runde beenden. Im Großen und Ganzen war diese Runde jetzt nichts super Besonderes, eine einfache Runde Nano Weapon nach langer Zeit mal wieder. Aber was ich persönlich hier empfunden habe, war auf jeden Fall jede Menge Action und Adrenalin. Diese unglaublich vielen Ansammlungen an vielen Gegnern in einem ziemlich kleinen Bereich ist meiner Meinung nach nur beim freien Zielen möglich. Hier kommen die Gegner meistens komplett auf wenige Meter ran, um ihre Treffer zu landen. Somit heißt das Ganze, dass ihr hier automatisch im freien Zielen viel mehr Action habt als im normalen Nano Weapon. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, checkt mein Kartenset ab, testet die Runde Name Your Weapon. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal, haut rein, Design.